In welcher Sprache möchtest du spielen? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? In welcher Sprache möchten wir denn spielen? In Suomi, glaube ich. Oder Deutsch? Bitte neige den linken Stick. Okay, ich neige ihn. Ja, ich habe ihn geneigt. Ich bin geneigt. Ja, wen nehmen wir denn? Wie möchtest du aussehen? Ja, wie möchte denn aussehen? Wo ist denn hier der Glatzenmann? Wo ist denn hier eine Glatze? Wo ist denn der Glatzenmann? Das ist ja eine Frechheit. Wow, das finde ich sehr, 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 sehr traurig. Naja, später werden wir unser Outfit bestimmt weiter anpassen können, hoffe ich. Dann werde ich wohl mal sagen, wir sind hier der Boy, oder? So nämlich. Wie heißt du? Ich heiße Tom. Tom heiße ich. Einfach ganz krass. Tom. Richtig crazy. Ich sag's euch. Frisur ändern. Frisur ändern. Na guck mal. Standardflecht. So, gibt auch eine Vorschau. Stoppelfrisur. Kurzer Bob. Lang und gerade. Seitenscheitel. Zurückgekämmt. Langer Bob. Zopf. Geflochten. Was ist das denn? Tolle. Kurzer Schnitt. Ja, kurzer Schnitt ist doch schon nicht so schlecht. Sieht aber kacke aus. Pixie. Pixie. Aha. Undercut. Aha. Was ist das denn? Doppeldutt. Aha. Kurze Dreadlocks. Asymmetrischer Bob. Zerzaust. Ich glaube, ich nehme zerzaust. Zertraust. Zertraust ist geil. Ja, aschbraun. Aschbraun. Ja, Platinblond, Braun Pink. Was ist denn Braun Pink? Also. Ja, dann lassen wir mal schön so, ne? So, okay. Also, das ist ja schon mal cool, dass man das jetzt schon mal machen konnte. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Hast du dich für diese Frisur entschieden? Ja, habe ich. Habe ich. Gesicht ändern. Ach, guck mal. Augen. Wo ist der Unterschied? Also, Augen 4. Oh, ja, böse, ne? Augen 8. Augen 1. Augen 2. Augen 3. Augen 4. Also entweder die oder die. Ich glaube, ich nehme die. Ey, das ist ja voll geil. Man kann jetzt hier so Kontaktlinsen. Was für Kontaktlinsen? Das nennt man Iris. Grau, grün, blau, schwarz, gelb, violett, braun, ultramarin, gelb-grün, lavendelfarben, mohnrot, weiß, hellgrau, hellblau, pink, rosa. Was ist das hier alles? Hör mal. Blau-grau. Ja, wenn da jetzt ein bisschen noch grün mit drin wäre, dann würde es meinen Augen am ehesten entsprechen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Schande! Was ist das denn? Ich glaube, ich nehme Grau. Aber da ist. Aber Grau ist zumindest ein bisschen am neutralsten. Ich glaube, ich nehme Grau. Wir stellen uns einfach vor, dass da Grün mit drin ist. So, Wimpern. Aha. Ich habe wunderschöne Wimpern. A1, B1. Ich glaube, wir bleiben bei den Stand. Aha, wir haben C1, D1. Junge, die sind sehr, sehr, sehr geile Namen haben die. F1. Junge, jetzt wird's aber düster. Ich glaube, ich nehme A1. Wir fahren auf der A1. So,
Also Twitch mag mich wirklich nicht mehr. Schwupps war ich weg, nur wieder da, falls das letzte nicht mehr gepostet wurde. Hallo an alle und danke, freue mich auf diese kleine Debatte. Ja, ist tatsächlich nicht angekommen. Komischerweise habe ich aber in den letzten Tagen auch hin und wieder mal Chatabbrüche bei Twitch. Also bei mir steht dann auch öfter mal bei Twitch drin, willkommen im Chat. Keine Ahnung, was bei denen momentan los ist. So, was ist das hier? Wimpernfarbe. Ach, die kann man... Ach du Kacke. Okay. Ja, dann nehme ich, ich nehme dunkelbraun. Ich nehme dunkelbraun. Gibt's auch ein Bart? Ah, nee, wir sind ja ein Kind, ne? Ein Bart? Ja, ein Bart! Ja, ach, Augenbrauen, komm. Nehmen wir mal hier so ein paar ordentliche, war so ein Mittelding. Geil. So, die nehmen wir einfach. Die sind gut. Sind die so ungefähr? Ja. Wieso bin ich schon wieder so dunkel? Was ist denn da los? Machen wir hier lichthelle. Moment. Ist ja gar nicht richtig. Ist ja gar nicht original hell, so wie es sein soll. So, hier Helligkeit. So, hier. Ich kann ein bisschen rauf. Hier, der ganze Bums. So, wunderschön. Hier ein bisschen wärmer. So. So. So können wir arbeiten, oder? Ja, oben aber sehr hell hier an meinem Kopf. Moment. Was ist das denn hier? Also wartet. Naja. Ist halt so, ne? Hier ist so eher so dunkel. Ich glaube, ich muss die Beleuchtung doch nochmal ändern und anpassen. Das gefällt mir alles nicht. Das kann man ja so nicht anbieten. Geht ja nicht. So aber. So. Also, Augenbrauen nehmen wir so. Was ist denn hier C? Wo ist denn der? Oh, nee. Eher nicht. Was ist D? Naja, die Ds sind auch nicht so schlecht. Ah, so ein bisschen strubbelig. Ich finde das voll cool, dass man jetzt mittlerweile so viel noch anpassen kann. Auch schon vor allen Dingen am Anfang. Oh, ich glaube, die sind nicht schlecht. Ah, guck ich aber sehr böse mit den Augenbrauen, ne? Aber die kommen hin. Ich glaube, die nehme ich. Ne, ich nehme die. Oder? Oder so. Naja, ein bisschen freundlicher. So, so. So, was ist das hier? Aha. Nee. Dunkelbraun. Lippen? Ich möchte Lippenstift haben. Lippen 7. Mhm. Lippen 11. Lippen 12. 13. 14. 14 finde ich ist schon nicht so schlecht. Lippen 1. Lippen 2. Lippen 3. Lippen 4. 7. 8, 9, 10, 11. Die Unterschiede sind ja sofort weg. Man hat es ja sofort vergessen. Und bei vielen gibt es gar keine Unterschiede. Ich nehme Lippen 2. So. Was ist das hier? Lippenstift. Rosa. Pink. Rot. Oh! Das steht mir gut. Oh. So könnte. Oh. Oh. Ne, ich glaube, ich nehme einfach mal gar nichts. Einfach mal gar nichts heute. Heute, nee. Schönheitsflecken, nee, habe ich nicht. Gibt Sommersprossen, ich will Sommersprossen haben. Überall hier so eine Mücke im Gesicht. Das ist wieder was für Jannis Familie. Die können sich dann so einen Punkt ins Gesicht machen. So, was ist das hier? Ach, guck mal, Sommersprossen. Oh, die sind aber sehr dominant. Nee, dann eher doch nicht. Schade. Okay, also bin ich mit zufrieden. Passt. Hervorragend, sehr gut. So. Ja, bestätigen. B. Bist du mit dem Gesicht zufrieden? Ja, bin ich. Bin sehr zufrieden mit dem Gesicht. Danke. Es wurde mir gegeben. Sprache und Name können später nicht mehr geändert werden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Los geht's! Guck mal, ich habe sogar eine Krawatte an. Oh, wir schreiben uns jetzt in die Orangenakademie ein. In die Orangenakademie. Ja, dann machen wir das halt, ne? Registrierung abgeschlossen.
Wenn Speichervorgang auf dem Bildschirm erscheint, wird dein Spielfortschritt gelöscht. Orangenakademie! Activated! Mit Tradition als Fundament wächst Stärke bis ans Firmament. Das sind wohl unsere Mitleute. Ach, guck mal, Einstein. Mit Tradition, ja. Hier Einstein mit so einem Floppel. Süß. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Oh geil, Pokémon Arena. Oh, ist doch schön, jetzt mal wieder in der Neuzeit zu spielen. Traumakademie. Ach so, lustig. Daran ist das also angelehnt. Okay, ja, Trauben macht ja Sinn. Oh, Fab, du hast also Violett. Das ist ja cool. Dann spoilerst du dich ja auch gar nicht so viel. Das ist ja nice. Hallo, Coco! Direktor Clavel. Direktor Clavel. Direktor Clavel. Leitung der Orangenakademie. Okay, wir haben ein schönes, großes Gebiet. Geil. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Guck mal, wir haben wieder normale Pokobälle, keine mehr aus Holz. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Flupp. Boah, da hat er sehr lustlos geworfen. Was ist denn das? Flauschimon! Oh, Zottelmon! Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Orangenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus anderen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wir alle hier freuen uns darauf, dich bald an der Orangenakademie begrüßen zu dürfen. Dö. Boah. Fliegomon! Pokémon Karmesin, Vögelmon, Flussmon, Baummon, Wiesenmon, Büffelmon, Irrgartenmon, Windmühlenmon, hier Flamingomon, Augenmon und Hogwartsmon. Traumakademie, ja, haben wir schon festgestellt. Ozeanomon. Der kann sogar tauchen. Alter. Das ist voll der Overmon. Papageiomon! Oh, das ist voll schön. Ich glaube, das ist unser Haus. Wenn das unser Haus ist, ey, da gehe ich aber nicht mehr raus. Das ist ja voll Luxus. Wohne ich da? Ey, das wäre ja richtig gut, ne? Das ist voll Luxus. Und so voll so in der Toskana mäßig so like. Geil. Richtig gut. Schreibtisch, Jomon! Aufstehen! Ja, steh ich mal auf, ne? Ey, voll das Luxuszimmer. Voll Gutomon. Ist ja richtig Gutomon. Hier. Sachen. Geil. Hier. Fernseher. Eine Switch, wir haben eine Switch in weiß. Ey, geil, Weißomon. 18 Uhr und dunkel. Fühlt sich an, als ob schon 18.10 Uhr ist. Das ist verrückt, ne? Manchmal. Also, ich möchte jetzt nichts sagen, aber manchmal denke ich sogar schon, es ist 18.12 Uhr.
Ich weiß, es klingt ziemlich crazy, aber es ist so. Was ich ein bisschen komisch finde, also gut, ich gehe mal davon aus, es ist nur ausgeblendet, damit man mehr sieht, weil ich würde es nicht so schön finden, hier so ein offenes Zimmer zu haben, ohne Wände. Aber ich glaube, es ist einfach nur so, damit man, und überhaupt, so, was ist hier so? Dein Schrank ist mit Pokémon-Stickern dekoriert. Das stimmt. Eine Nintendo Switch-Konsole mit größerem Bildschirm. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Paldea, deine Städte. In dieser Folge reden wir über Misalona City, die Stadt, in der das akademische Herz der Region schlägt. Huch, Zeit aufzubrechen. Aha. Dieses Regal hat deine Mama für dich aufgebaut. Deine Sachen sind darauf ordentlich aufgereiht. Na, dann schmeiß ich erstmal alles runter. Hier, meine Mama hat das gemacht. Abenteuerfibel. Drücke X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Willst du speichern aus? Kannst du. Aha, Abenteuerfibel. Geil. Ich hab eine Abenteuerfibel. Ich drück mal X, ne? Hier, einfach mal X gedrückt. Da kenne ich gar nichts. Guck, Einstellungen. Habe ich einfach mal gemacht. Ich weiß, ich bin ein ziemlich verrückter Hund. Ja, hier, speichern. Mach einfach mal. Drück einfach mal drauf. Schon gespeichert. Verrückt, was alles heutzutage möglich ist. Hab ich einfach mal gespeichert. Was denn bei Einstellungen? Können wir hier Raytracing anmachen? Nein. Spitznamenfrage. Automatische Speichern. Spitznamenanzeige. Videosequenz überspringen. Musik. Pokémon rufen. Vibrationsfunktion. Rettungsfunktion. Wähle, ob du gerettet werden willst, wenn du von hohen Orten herunterfällst. Ja klar, so eine Rettung. Da ist auch immer gut. Die Sonnenstrahlen haben dein gemütliches, weiches Bett wunderbar aufgewärmt. Wie haben die das gemacht? Die kommen doch gar nicht ans Bett dran. Wie haben die das gemacht? Es sind Zaubersonnenstrahlen. Wow. Geil. Was ist das? Eichhörnchenmon. Diese Raffelpuppe wurde aus besonders weichem Material hergestellt. In Taiwan. Zusammengenäht von kleinen Taiwanesinnen. Hier ein Bild. Der Bildtitel lautet Windmühlen und Himmel. Du kannst die milde Brise förmlich spüren. Hier eine Efeutute. Das ist eine der Zimmerpflanzen von deiner Mama. Achte darauf, sie nicht umzustoßen. Ja, das geht gar nicht. Das Spiel verarscht mich. Man kann die gar nicht umstoßen. Oh, Raffel! Oh, Raffelmon! Diese Kartons sind zwar klein, aber schwer, was da wohl drin ist. Goldbarren. Der Titel lautet Saft der Zukunft. Selbst der Anblick ist erfrischend. Der Bildtitel lautet Lichtfetzen. Das Kunstwerk besteht aus verschiedenfarbigen Papierfetzen. In dieser voluminösen Vase steht eine große Pflanze mit kleinen Blüten. Das ist das Zimmer deiner Mama. Es wäre unhöflich, ungefragt hineinzugehen. Ja, und dann merkt die doch gar nicht. Kann ich doch mal machen. Das checkt die doch nicht. Der Bildtitel lautet Stadtansicht am Mittag. Als Motiv dient eine Stadt in einer anderen Region. Aha. Also ist schon gemütlich hier, ne? Würde ich sagen. Hallo? Ja, ich glaube, der hat gerade was gegessen. Er hat ziemlich dicke Backen. Backen! Und schön bunt ist es hier. Ah. Also, uns scheint es aber gut zu gehen hier. Ganz gut eingerichtet. Kein Picknick ohne Sandwiches. Unsere belegten Brote werden von Meisterhand zubereitet. Egal wie groß der Mund mag sein, ein Sandwich, das geht immer rein. Das ist auch mein Leitspruch. Das ist Raffels Bettchen. Hier und da kann man Sabberspuren erkennen. Hier geht es in den Abstellraum. Gerade hast du aber nichts zum Abstellen. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht siehst du das nur nicht. Wow. Ja, dies ist ein Hocker. Man kann sich darauf setzen, aber kann man gar nicht. Raff! Raff! Ja, hallo! Ja, bitte eine feine! Ja, bitte eine feine! Ja, bitte eine feine, Raff! Tschüss! Ich glaube, der rafft's nicht. Hallo, Mama! Mama, hallo! Oh, die ist aber hot, hör mal. Oh. Hotte Mama. Guten Morgen, Tom! Na, wie geht's? Oh, du trägst ja schon deine Uniform, du kleiner Harry Potter. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie.
Miau auch an dich. Hier kommt kein Miau-Sound, was soll das? Achso, kam nur verspätet. Bitte dies zu entschuldigen. Hallo, liebe Neko, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Komm an meinen Busen, lass dich drücken. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Mama hat noch etwas für dich. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du nicht klug genug bist. Du musst leider noch 2 Jahre warten. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du beim Einschreiben brauchst. Ding Dong, Ding Dong! Oh, na, das ist wohl Amazon. Das hat wohl das Pokémon-Spiel noch rechtzeitig gebracht. Dann kannst du ja doch zur Akademie. Bitte schau mal nach, wer an der Tür ist. Aber Mama, drück mich doch nochmal. Ich nehme noch ein Obst. Die Früchte sehen saftig und frisch aus. Große Spüle ist immer blitzblank. Deinen Induktionsherd solltest du nutzen zusammen mit deiner... Oh, deinen Induktionsherd. Und dann hat er solche Knöpfe. Deinen Induktionsherd. Diesen Kühlschrank habt ihr zum Einzug gekauft. Der ist voller Zutaten für Sandwiches, denn ihr ernährt euch nur von Sandwiches. Jetzt ist Wochenende, Neko. Und deswegen hoffentlich geht's dir bald gar gut. Okay, eine sehr große Küche, in der direkt die Haustür ist und hier liegen irgendwelche Obstkisten rum. Ich guck mal, Mama, wer da ist, ne? Ja, ich kann nicht. Diese Tür führt in den Gemüsegarten. Ach so, das ist ein Garten. Du solltest aber nur... Ach so. Ach, das ist, wir haben noch einen Garten. Hör mal, einen Gemüsegarten. Wo ist denn die Haustür? Hallo, Haustür. Hä? Wo ist denn die Haustür? Ach, der kommt einfach rein. Ja, klar. Der kommt einfach rein. Oh, da oben kommen jetzt die ganze Zeit die Meldungen, wer gerade online ist und so. Da muss ich gleich mal abschalten. Das nervt. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann also Tom sein, richtig? Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin's, Clavel. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Orangenakademie. Oh, na sowas. Das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Ich gehe zu jedem Schüler der 5000 Studenten persönlich nach Hause. Diese sind die Unterlagen, die Ihr Sohn für die Einschreibung benötigt. In einer Tasche. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ihren Scheiß benötigen wir nicht. Ja, was soll das? Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, Ihr Tee ist nicht gut. Bitte machen Sie sich keine Umstände, ich gehe einfach direkt wieder. Tom, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Geh mal nach oben, mein Sohn, wir brauchen ungefähr 10 Minütchen. Danach hast du direkt eine 1 in Mathe. Bereite dich so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Alles klar, Mami. Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen? Gut, dann nehme ich Ihre Einladung mal dankend an. Leute, ist das bei euch eigentlich zu Hause auch so eingerichtet, dass ihr ungefähr 50 Meter voneinander entfernt sitzt? Na, wie war dein Tag? Gut, danke. Und deiner? Ja, auch ganz gut. Hier, ein Schluck Cola. Ich stelle sie dir auf den Tisch. Ich setze mich wieder. Danke für die Cola. Okay. Ich geh mal nach oben, ne? Gucken wir mal meinen Beutel an.
Oh Gott, gegen die Schuhe müssen wir aber auch ganz dringend mal noch was tun. Was sind denn das für alte Gamaschen? So. Bei dir sitzt man natürlich aufeinander. Nee, aber gemütlich. Tom? Coco? Was ist, Coco? Möchtest du deinen Beutel und deinen Hut mitnehmen? Ja. Ist deine Switch komplett weiß? Meine Switch ist komplett weiß, ja? Mit einem großen Bildschirm. Ja. Richtig. So ist es. So weiß wie mein Hut. Also ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich so draußen rumlaufe. Das ziehe ich doch nicht an. Willst du mich verarschen, dann werde ich ja verprügelt. Was ist das denn? Nee. Das will ich nicht anziehen. Cool, dann nimmt das Spiel die Farbe der Switch an. Also. Wieso hast du eine andere Switch oder was? Die da steht. Ach so. Ach so. Das meintest du. Ja, Baugelb. Baugelb? Ja, warte, wie macht man das denn? Wo kann man denn hier bauen? Moment, ich teste mal eben. Wo kann man hier bauen? Am Schreibtisch? Wo baut man denn hier? Nee, ich kann hier nirgendwo bauen. Wo kann man gelb bauen? Blau. Blau. Also. Na gut. War ein Spaß, ne? Habe ich wieder... Ja, die sitzen ja immer noch da. Die reden ja gar nicht miteinander. Hallo Mama. Ich sehe aus wie ein Vollhonk. Ich kann rausgehen. Oh, wunderbar. Du siehst ja richtig bescheuert aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht ein Vollidiot unserer Akademie aus. Ach, was ist nur heute los mit mir? Ich meinte natürlich ein Musterschüler. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend, wenn deine Mutter zuguckt. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Wo ist denn meine Schultüte? Alter, ich vertraue dem nicht. Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns nach draußen gehen. Mama, ich glaube, ich möchte das nicht. Wohlan, liebe Pokémon. Euer Moment ist gekommen. Oh, da wachsen ja aber mal ordentliche Kürbisse da. Hör mal. Tadadam, bin mal eben Gassi. Okidoki. Ja, sind die Knutschi. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Felori, das Flora-Katzen-Pokémon. Ja. Das hier ist Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Und zu guter Letzt hätten wir Quacks, das Jungenten-Pokémon. Qua! Okay, meine Entscheidung ist schon gefallen. Wir haben die Wahl zwischen zwei Vollidioten und einem süßen Kätzchen. Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Nanu! Oh, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Ja, gut, ne? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur für eins entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach,
Bevor du losziehst, mein Schatz, zieh diesen albernen Hut bitte aus. Er sieht ja total bescheuert aus. So ein bisschen wie ein Busen mit Nippel. Habe ich noch ein Geschenk für dich zur Feier deiner Aufnahme. Hier auch noch eine pinke Schultüte. Hier, ein unsichtbarer Gegenstand. Du hältst ein, was? Smartro-Tom. Was für ein Tom? Smartro-Tom. Geil. Smartro-Tom wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Smartro-Tom. Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. What? Okay. Scheint nicht von Samsung zu sein. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Danke, Mama. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Das Smartphone hat einen Y-Knopf? Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir, du kleiner Hase. Viel Spaß. Tschüss. Ich drück mal Y. Mal gucken, was passiert. Ich bin schon ganz aufgeregt. Eine Karte. Smartro-Tom. Das Smartro-Tom ist ein praktisches Gerät, das von vielen Bewohnern Paldeas genutzt wird. Durch das Hinzufügen von Apps kannst du verschiedene Funktionen freischalten. Mit Hilfe der Karten-App kannst du mehr über die Paldea-Region erfahren. Ziehe den Cursor auf dein Icon und bewege dann den rechten Stick, um gleichzeitig die Karte und deine Blickrichtung anzupassen. Mit? Durch Neigen des linken Sticks lässt sich die Lupe bewegen. Drückst du dann den A-Knopf, um einen Ort zu kannst du... Ah, cool. Mit dem Flugtaxi. Was sind das? Mit Papageiomons. Kannst du umgehend an einige der Orte zurückkehren, an denen du bereits gewesen bist. Das gilt für alle Orte, die mit einem Flügelsymbol markiert sind. Ach so. Die Arte ist einfach nur riesig. Das, ich glaube, das artet richtig aus. Oh, das ist ja nice. Okay, das ist ja, das ist echt cool. Aha, 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 aha. Hui. Oh mein Gott, die ist halt wirklich riesig. So. Aber grafisch jetzt nicht unbedingt das Oberwunder, ne? Muss man ja sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sehr verwöhnt bin von nur noch 4K-Spielen und so, aber... Da hätte man also... Ja, also optisch war Arceus aber leckerer. So. Na gut, egal, wir haben Open World. So. Hallo, Katze. Nein, bitte, bitte geh in deinen Karton. Katze, komm. Ich hab schon gleich ein Katzen-Pokémon. Ich brauch dich nicht mehr, Mila. Tut mir leid. Oh nein, das stimmt nicht. Die ist ganz nass. Warst du draußen im Regen? Oh, ich habe einen Pokéball gefangen. So. Und wie hebe ich den jetzt auf? Einfach drüber laufen? Nee. Hallo, gib mir den Ball. Ach, mit A, okay. Trank, hilft bei kleinen Wunden. Achso, das ist... Ach, das ist hier auch wieder so, dass es einfach nur das... Was machen die denn? Oh, die sind voll brav. Die gehen nur auf dem Weg lang. Voll die Lieben. Hallo, na? Ja, du bist ja ein kleiner Knoti. So, wo geht Rennen? Geht nicht. Ah, hier ist Kamera, Dings normalisieren. Was ist das hier? Ah, okay, das ist, Kampfansicht. Was ist das? Aha. Oh, wir haben Emotes. Appla, hierher. Was ist das denn? Okay, also wenn der wirklich sich die ganze Zeit so benimmt, dann der will richtig auf die Fresse kriegen. Heia! Okay. Uff. Vielleicht hätte ich einen weiblichen Charakter nehmen sollen.
Achso, das ist unser Garten, ne? Ja, ja, ja. Okay, wir gehen da nicht rein. So, hier. Ah, wir können da einfach durchgehen. So, ich latsche mal hier so ein bisschen über dieser Lädchen drüber. So, wo gehen die Pokémon lang? Ach, die gehen ganz brav hier über ein Dingens. Okay, wir gucken mal, ob Briefe da sind, ne? So. Aha, keine Briefe. Haus von Tom. Das ist mein Haus. Gehört nicht meiner Mutter. Ich bin der Mann im Haus. So. Ist auch immer lustig, ne? Dass die nie einen Vater haben. Der ist irgendwie immer im Krieg gestorben oder so. Man weiß es nicht genau. Sollen wir nicht zum Nachbarhaus gehen? Aber was haben wir denn für ein riesen Grundstück, Junge? Wir sind voll rich. Ah, da kann ich die Minimap... Nee. Okay. Ra, ra, ra! Ach ja, dritte Generation. Es gibt in der dritten Generation mal einen Vater. Toll, Fab. Wow. Da ist die Mutter dann im Krieg gestorben. So, kann man hier... kann ich die schon irgendwie werfen? Scheinbar nicht. Na gut, dann kriegen wir dann später erklärt. Ich kann auch noch nicht rennen. Was ist das hier? Schweinomon? Hier, ein Schweinomon! Ach, das ist ja auch cool, dass direkt hier Gebiete eingezeichnet sind. Fanggebiete scheinbar. Oder Spawngebiete, die wir entdeckt haben. Okay, wir gucken mal. Finde ich interessant. Es könnte übrigens sein, dass ich die Musik irgendwann ausschalten werde und gegen eine eigene Playlist ersetze. Wir werden mal abwarten. Kucharigo! Hallo! Oh, ich habe Rennen gelernt! Das hier ist Kucharigo, ein kleiner, aber feiner Ort. Geil, ich habe Rennen. Ich habe einfach gerade Rennen gelernt. Das ist der Wahnsinn, was man nicht so alles lernt. Hallo, Specki! Die Macht der Wissenschaft! Die Wissenschaft kennt keine Grenzen! Mithilfe der Kommunikationsfunktion kann man wohl mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Okay, was heißt das jetzt? Stimmt! Der Multiplayer-Aspekt ist ja auch die Frage. Kann man jetzt neuerdings gemeinsam rum... Boah, wenn das geht, ne? Dass man nicht nur tauscht, sondern gemeinsam rumläuft. Dann... Also sollte das gehen. Bitte spoilert es nicht, ob es geht. Ich will es selber rausfinden. Dann ist es episch. Ich meine, warum sollte man sonst mit bis zu 3 irgendwas machen können? Okay, die leben hier aber auch nicht schlecht, die feinen Herrschaften.